zweite Ärztin, also die Ärztin, die jetzt gerade auf der Station ist, und Biologin. Sie hat gerade mit einem längerzeitigen Experiment angefangen. Ja, das ist ein bisschen schief gegangen, mein längerfristiges Experiment. Wie das sein kann, wenn man eine Grippe auf dem Mond hat, ging es ein bisschen daneben. Das hat mir jetzt auch eigentlich nicht mehr erlaubt, das als Ärztin zu arbeiten. Aber das biologische Experiment geht ja trotzdem weiter. Ich probiere natürlich mein Bestes, auf dem Mond immer richtig zu sein. Ich hätte aber gerne noch einen Namen. Weil den habe ich noch nicht. Franka. Franka, das ist schon mal schön. Franka gefällt mir sehr, sehr gut, den nehme ich gerne. Und ich hätte gerne ein außergewöhnliches Hobby. Irgendwas, was nicht so ganz alltäglich ist. Vorhänge aus Büroklammern. Das gefällt mir. Das lässt sich auch gut da oben umsetzen. Man hat dann noch ein bisschen Freizeit. Und das ist auch was, ja, wo ich auch echt sagen muss, ich will ihn dann nach unten verkaufen. Das so ist Didgeridoo spielen, das wäre nicht. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Was spielen? Vielleicht mache ich das ja noch nebenbei, wenn mir langweilig ist. Ich habe ja so viel Zeit jetzt mit dem Virus. Ne? Okay. Vielen Dank.